noch. Immer größere PS-Protze auf dem Acker. Kopfschütteln einerseits. Brauchen wir, sagen die Landwirte. Stefan Meyer ist Milchbauer mit 70 Kühen im niederbayerischen Socking. Ein Beruf, den er gern macht. Aber so richtig kribbelt's bei ihm seit frühester Kindheit, wenn er große Landmaschinen fahren darf. Nein, die Begeisterung für Technik, die habe ich heute immer noch. Und jetzt haben wir im letzten Winter eben dann den Glas, den 970er da gekriegt. Und das ist halt, ja, eine schöne Maschine, die jeder mal fahren möchte, garantiert. Er ist nicht nur Kuhbauer. Heute wird er den 970er noch übers Feld lenken, für die Siliergemeinschaft Donauwald. Ja, Franz. Wann bist denn du fertig mit dem Vormittagsbetrieb? Stefan soll heute noch als Häckslerfahrer einspringen. In einer Stunde ungefähr, jetzt warten wir schnell. Jetzt ist es 3, also um 4. Ja, das bringe ich hin, das schafft man. Sein Fahrerkollege Christoph Bauer, ebenfalls Landwirt, muss vorzeitig nach Hause auf seinen Hof. Stefan übernimmt die zweite Schicht. Für die Maschine hat die Siliergemeinschaft eine 500.000 Euro bezahlt. Nun muss sie möglichst störungsfrei laufen. Kein Problem für den Profi Stefan. Mein Papa ist vor 20 Jahren bei einem Lohnunternehmer gefahren, Häcksler. Und als kleiner Bub fährt man halt gern mit. Und mein Papa hat mir das dann mehr oder weniger gelernt. Und da sitzen wir her und darfst einmal lenken, wie man halt ist, ein Bub mit 5, 6, 7 Jahren. Und dann ja, ist halt das immer mehr geworden. Und mit 29 Jahren sitzt Stefan nun allein auf dem 790 PS starken Erntegiganten. Der Jaguar frisst und zerkleinert 10 Reihen Mais gleichzeitig. 2 Hektar schafft er pro Stunde. Heute stehen insgesamt 10 Hektar für einen Kunden an. Mit An- und Abfahrt rechnet ihr zu mir irgendwo 5, 6 Stunden. Wird das dauern. Und ja, mei, dann ist halt dann Brotzeit noch und ein halbes Bier trinken. Also irgendwo, sag ich mal, gegen Mitternacht werde ich dann wieder daheim sein. Stefan ist nicht nur Fahrer. Ein kleiner Teil der Riesenmaschine gehört ihm. Zusammen mit 90 anderen Landwirten der Siliergemeinschaft hat er den Maishäcksler angeschafft. Jetzt muss alles aufeinander abgestimmt sein. Stefan häckselt den Mais und das Schnittgut wird über ein Auswurfrohr in die parallel fahrenden Transportwagen gefüllt. Dabei soll möglichst nichts daneben gehen. Je gleichmäßiger der Wagen befüllt wird, desto besser. Der Häcksler hat jetzt auch sogar zum Beispiel das automatische Wagenfüllsystem. Da ist jetzt Kamera eh da, das kann ich jetzt mal aktivieren. Jetzt ist es aktiviert. Jetzt befüllt es seinen Wagen selber. Eingestellt ist jetzt von der Heckbefüllung her. Also alles, was grün ist, hat noch was Platz. Dann werden sie gelb und dann werden sie rot. 3 große Transportgespanne sind gleichzeitig im Einsatz, um die enormen Erntemengen des Häckslers vom Feld ins Silo wegzuschaffen. Silierkette nennen Profis diese Teamarbeit. Auf diesem Feld ernten Stefan und seine Kollegen 140 Tonnen Mais pro Stunde. Lagebesprechung. Der Kunde hat seine insgesamt 10 Hektar verteilt auf 4 Ackerflächen. Nächster Einsatz in 3 Kilometer Entfernung. Die Gigantenkarawane zieht weiter. Ganz anders ist dieser grüne Kraftprotz unterwegs. Auf Raupenlaufwerken statt auf Rädern. Der John Deere 8RX mit 357 PS fährt auf großen Farmen in aller Welt. Im niederbayerischen Pilsting bewirtschaftet Biolandwirt Martin Störringer damit 250 Hektar. Dabei hilft ein automatisches Lenksystem. Aber einfach sind die digitalen Helfer nicht zu bedienen. Das, was ich vorher eingestellt habe, das Lenksystem, wenn das alles eingepflegt ist, dann macht das eine Freude. Aber bis das einmal soweit ist, oder dass man die ganzen Felder einmal alle eingepflegt hat,
dass die am Schlepper drauf sind, das macht schon einen Haufen Arbeit. 2019 hatte den Schlepper als Weltneuheit auf der Landtechnikmesse Agritechnica gesehen und wenig später gekauft für 380.000 Euro. Viel Geld. Aber das Kraftpaket spart ihm Arbeitszeit. Und da ist Martin ehrlich. Der Spaßfaktor von dem Gerät ist natürlich gegeben. Das ist kein herkömmlicher Schlepper, nicht. Das ist auch was Außergewöhnliches, sage ich mal. Natürlich der Unterschied vom 8R zum 8RX. Nur die Raupen an sich hat einen Preisunterschied damals gemacht von 60.000 Euro. Martin finanziert das allein, sozusagen als Einzelkämpfer. Anders bei der Siliergemeinschaft Donauwald. 90 Gesellschafter teilen sich die Maishäcksler. Einer von ihnen ist Stefan. Er wird als Fahrer bezahlt. Die Landwirte buchen den Häcksler. Kosten um die 210 Euro pro Hektar. Je nach Dieselpreis. Die Vorstände entscheiden über neue Anschaffungen. Alle 5 Jahre werden 4 neue Häcksler gekauft. Für rund 2 Millionen Euro, finanziert über die Bank. Um jedes teure Ausstattungsdetail wird gerungen. Unsere Intention ist natürlich schon, immer die Kosten im Griff zu haben für unsere Gemeinschaft, also kostengünstig zu häckseln. Andererseits müssen wir mir aber auch Leistung bieten, weil sonst ist ja der Kunde auch nicht zufrieden. Ich möchte da jeder punktgenau häckseln und das wollen wir mir bedienen, das tun wir auch bedienen. Und dann bleibt die Investition nicht aus. Und es ginge sogar noch größer. Auf einem Acker in der Nähe frisst sich ein Klaas Jaguar 990 mit Raupenlaufwerk durch den Mais. 925 PS, 14 Tonnen. Er verschlingt gleichzeitig 11 Reihen Mais. Ein Lohnunternehmer setzt ihn ein. Zu groß und zu teuer finden ihn Stefan und seine Mitstreiter von der Siliergemeinschaft. Für ihren Anwendungsfall nicht rentabel, auch wenn es eine tolle Maschine ist. Immer mehr ins XXL-Format wachsen auch Maschinen beim Pflanzenschutz. Diese rund 400.000 Euro teure Selbstfahrerspritze des bayerischen Herstellers Horsch lenkt Johanna Karches auf ein Zuckerrübenfeld. In Rottenbau bei Würzburg spritzt sie Anfang September den Bestand gegen Pilzbefall. Meist werden Spritzen von Traktoren gezogen. Dieses Modell rollt mit 300 PS per hydraulischem Einzelantrieb an jedem der großen Räder. Johanna kann das Fahrwerk anheben und kommt mit 130 cm Bodenfreiheit mehr als doppelt so hoch wie ein Traktor. Das hilft bei Pflanzen wie Raps oder Mais. Arbeitsbreite 36 Meter. Ein Drittel der Länge eines Fußballfeldes. Ist das für die vergleichsweise kleinen Flächen in Bayern nicht überdimensioniert? Nein, im Gegenteil, sagen die Besitzer, eine Gemeinschaft von 3 Ackerbauern in Rottenbauer. Praktikantin und Fahrerin Johanna lädt ein zum Mitfahren. Auch hier Hightech für bessere Ergebnisse. Also ich kann jetzt hier einmal einstellen, wie viel Liter ich pro Hektar ausbringe. Habe ich jetzt mal auf 300 eingestellt. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, dann sehe ich hier einmal, wie viel Restliter, also Restmenge ich noch im Tank habe. Und wie viel Hektar ich damit noch spritzen kann, auf die 300 Liter gerechnet. Dann ist hier einmal mein Windsensor, der ist jetzt gerade nicht an, weil wir stehen. Und hier habe ich eingestellt, dass die Spritze 50 cm über dem Bestand das Gestänge führen soll. 10 Stundenkilometer schnell fährt Johanna über die Zuckerrüben. So schafft sie in einer Stunde 15 Hektar. Nur das mit dem Wind könnte später noch zum Problem werden. Also, Tempo. Also mich begeistert, dass man echt schnell fahren kann und einen sehr guten Spritzdruck auch noch hat. Und ich finde es toll, dass die eben Section Control, sobald sie irgendwas überfährt, wo du schon gespritzt hast, schaltet sie automatisch ab. Du musst nicht aufpassen, bin ich da schon gefahren, reicht das noch mit dem Gestänge? Und gerade jetzt mit 36 Meter, das ist halt auch eine Breite, wo auch echt viel Leistung ist.
All die Technik stößt aber auch an ihre Grenzen. Wenn der Wind zu stark bläst, driften Spritzmittel ab. Das kostet Geld, ist schlecht für die Umwelt und mindert die Wirkung der Mittel. Diese Spritze fährt besonders nah am Pflanzenbestand und hat deshalb wenig Abdrift. Aber für morgen ist schlechtes Wetter angesagt. Und schon jetzt frischt der Wind merklich auf. Ein Windsensor warnt Johanna, wenn sie aufhören soll. Hier sieht man jetzt einmal die Windmessung. Sind jetzt so bei zwischen 2 und 3 Meter pro Sekunde. Und man sagt, also 5 ist dann das Maximale, wo man noch fahren darf. Aber das ist dann schon grenzwertig. Die enorme Arbeitsbreite von 36 Metern spart Überfahrten auf dem Acker. Das hat einmal Vorteile für den Boden und spart auch Zeit. Denn Johanna muss fertig sein, bevor der Wind zu stark wird. Auch für Martin Störringers Raupenschlepper gibt es gewichtige Argumente. Der John Deere hat zwar satte 19 Tonnen, aber die Laufbänder sollen den Boden schonen. Martin hat ihn gekauft, weil er damit auch bei großen Wetterschwankungen im Herbst und im Frühjahr seine Felder bestellen kann, ohne stecken zu bleiben. Ohne durchdrehende Reifen und eine massive Verdichtung des Bodens. Dieser Traktor ermöglicht ihm sogenanntes On-Land-Pflügen. Das heißt, Martin pflügt nicht wie üblich schräg, mit einer Spur in der Furche, sondern mit dem kompletten Gespann auf der Ackeroberfläche. Unverdichteter, wasserdurchlässiger und belebter Boden ist für den Biolandwirt das A und O. Bei normalen Pflügen ist es einfach so, du fährst mit dem Schlepper in der Furche und die Verdichtungen werden eigentlich in der Furche dann nochmal tiefer gemacht. Also wo man gepflügt hat, dann hat man die Verdichtung nochmal weiter runter. Und mit denen ist es einfach so, durch das, dass wir auch neben der Furche fahren, sind die Verdichtungen, wo wir da machen, werden hinten gleich wieder gelöst. Und diese sogenannte Pflugsohle wird gar nicht so extrem gebildet. Trotzdem, der Raupenantrieb macht den Schlepper sehr schwer. Aber kein anderer Traktor schafft mit noch so großen Reifen eine vergleichbare Aufstandsfläche von 4 Quadratmetern. Martins zusätzliches Argument, er muss mit zunehmenden Wetterextremen in kurzen Zeitfenstern schnell arbeiten. Und das kann der 8RX. 3 Jahre hat Martin den Raupenschlepper nun in Betrieb. Der wunde Punkt in seinen Augen, die Laufbänder sind aus Gummi. Sie eignen sich nicht für Straßenfahrten und verschleißen dabei schnell. Allein ein hinteres Ersatzlaufband kostet rund 13.000 Euro. Mit einem Freund macht Martin den Vergleich. Links ein Traktor mit Reifen, rechts der 8RX mit Raupenlaufbändern. Einfach das haben wir einfach da. Genau. Wie man das sagt, das haben wir einfach nur da. Genau. Das ist einfach nur mit Doppel-D. Eigentlich dreifach. Die Gummibänder bieten rund 3-mal so viel Aufstandsfläche. Aber aus Martins Sicht ragen sie seitlich zu weit über die Laufrollen hinaus. So wird der Druck auf den Boden nicht optimal verteilt. Trotzdem hat das Raupenlaufwerk weniger Bodenschlupf als Reifen, die durchdrehen können. Die Kraftübertragung ist effizienter, das spart auch Diesel. Weltweit gewinnt das Konzept bei vielen Herstellern rasant an Bedeutung. Die aktuellen Neuentwicklungen und Hightech-Maschinen gibt es alle 2 Jahre auf der Agritechnica in Hannover zu sehen. Auch Martin besucht im November die weltweit größte Landtechnikmesse. 2700 Aussteller. Erster Eindruck, es geht immer noch größer. Diesen 25 Tonnen schweren Klaas Ackerkoloss mit 650 PS haben Fachjournalisten zum Traktor des Jahres gewählt. Wenn du mit dem festfährst, dann hast du ein Riesenproblem. Ja. Quasi das Fahrzeug, meine, das musst du erst erfinden, was den wieder rausbringt. Morgens um 2 sind Martin und seine 2 Freunde aus Niederbayern zur Agritechnica aufgebrochen, bleiben über Nacht und suchen 2 Tage nach neuen Trends. Hier wollte er unbedingt vorbeischauen. Denn auch sein Raupenschlepper ist vom weltgrößten Landtechnikhersteller John Deere. Das ist doch extra ein Ding, oder? Das ja, ist das ist, aber das ist nicht drauf. Eine Standardapplikation. Ach so. Okay. Hier mit drauf. Also, das haben wir leider nicht. Normal. Der automatisiert Wände am Feld, da geht es darum, wie stellst du es ein? Du gibst im Grunde erstmal die Maschinenbreiten ein.
Für die Hersteller ist Feedback wichtig. Martin erklärt, dass ihn die überstehenden Gummibänder stören. Das soll sich bald ändern. Das gleiche Schleppermodell, das Martin zu Hause mit satellitengestützter Lenkhilfe fährt, ist inzwischen in den USA mit künstlichen Augen komplett autonom auf großen Farmen unterwegs. Ganz ohne Fahrer. Eine Weltneuheit. Auch bei uns denkbar? Das wird ja eigentlich in Deutschland, Bayern, Niederbayern, wo wir zu Hause sind, das größte Problem sein, die Sicherheitsvorschriften. Dass man einfach der Schlepper da autonom auf dem Feld rumfährt. Das wird ja wahrscheinlich die größte Hürde noch sein. Für die drei jungen Niederbayern ist die Agritechnica ein globales Schaufenster. Wohin gehen die Trends weltweit? Alles wird größer, digitaler und teurer. Einerseits wirkt das wie ein Wettrüsten auf dem Acker. Andererseits einfach nur staunen. Das ist ja eine Spielwarenmesse für die Landwirte da. Kostspieliges Spielzeug, meistens über die Bank finanziert. Das muss man dann erst mal wieder reinholen. Aber gerade junge Landwirte wollen den Anschluss an den Fortschritt nicht verpassen. Natürlich, die Anschaffungskosten für einen neuen Schlepper, die sind erst mal schon dementsprechend hoch und hauen uns vielleicht um. Aber man muss immer schauen, wo ist dann ja, die Effizienz. Wenn der weniger Sprit verbraucht aufs Hektar oder auf die Stunde, dann rechnet sich das langfristig wieder. Statt Diesel künftig lieber Wasserstoff oder ein batterieelektrischer Antrieb? Wer weiß, wie es mit dem Agrardiesel und anderen Vergünstigungen weitergeht. Martin beobachtet neue technische Lösungen. Also ich denke da jetzt schon, so, wir brauchen alternative Antriebsquellen. Die fossilen Rohstoffe, die werden einfach immer teurer. Wenn ich gerade daran denke, dass jetzt eine CO2-Steuer für 2024 jetzt wieder erhöht wird, da bin ich schon offen für neue Geschichten. Auf dem Messe-Außengelände macht Martin den Test. Ein leistungsstarker New Holland-Serienschlepper, der mit Biogas fährt. Er kostet dank staatlicher Förderung nicht viel mehr als ein vergleichbarer Dieseltraktor. Martin ist überrascht. Also man kennt jetzt eigentlich keinen Unterschied zu einem herkömmlichen Schlepper. Weiter geht's vorbei an mannshohen Rädern und haushoher Erntetechnik. Dabei stößt er auf eine Traummaschine für die Ernte von Kartoffeln, Karotten oder Zwiebeln. Genau, wie du dann vorhin schon angesprochen hast, ist eine weitere Besonderheit eben der Schnellwechselsystem. Der Verkäufer müht sich. Aber für Martins 250 Hektar Betrieb allein wäre dieser Gigant von Ropa zu groß und mit rund 300.000 Euro auch zu teuer. Das lohnt sich nur für die ganz großen Produzenten. Und so sieht der Keiler 2 Next Level auf dem Feld aus. 3 Monate vor der Agritechnica und bevor die Maschine in Serie geht, läuft sie bereits auf einem der größten Biogemüsebetriebe Bayerns im Landkreis Dachau. Landwirt Georg Rossmann testet die Neuentwicklung im alltäglichen Feldeinsatz. Familie Grossmann bestellt rund 500 Hektar Land nach Bio-Richtlinien. Davon allein 100 Hektar mit Speisekartoffeln. Wer die Nahrungsmittelindustrie oder große Handelsketten beliefern will, der muss auf großen Flächen anbauen. Dafür braucht es große, moderne Technik. Bioromantik kann sich Familie Grossmann nicht leisten. Ihre Kunden erwarten Kartoffeln, schonend wie von Hand geerntet, aber eben in sehr großen Mengen zu einem hart kalkulierten Preis. Dafür braucht es auf dem Roder immer mehr Software, Bordcomputer und ausgeklügelte Reinigungs- und Transporttechnik. Und ohne lenkbare Achse hätte Georg mit der 12 Meter langen Maschine Probleme beim Wenden. Im Feld lenkt er, die Deichsel lenkt er selber die Maschine. Und dann habe ich hier einen Joystick, wo ich praktisch die hintere Achse lenke, um ja, schöner zu rangieren können und die Maschine praktisch wieder genau in die richtige Spur zum Fahren. Die Maschine ist so groß wie ein Lastwagen, damit für die Reinigungsbänder möglichst viel Fläche zur Verfügung steht. Je größer sie sind, desto besser bleibt anhaftende Erde auf dem Acker. So kommen die Kartoffeln sauber heim auf den Betrieb.
Von der Schlepperkabine aus steuert Georg jedes Förderband einzeln. Bei klumpigem Boden geht es langsamer, bei trockenem Boden schneller. Das Zeitfenster, wann man roden kann, wird auch immer kleiner. Also ich meine, es darf nicht zu heiß sein, es darf nicht regnen, die Kartoffeln müssen fertig sein, die dürfen nicht zu lang im Boden sein. Also das müssen ganz viele Faktoren, wo zusammenspielen müssen. Und darum ist eine große, schlagfertige Technik wichtig für unseren Betrieb. Mit der Leistung des neuen Vorserienmodells ist Georg zufrieden. In nur 20 Minuten hat der Keiler 8 Tonnen Kartoffeln ausgegraben und im Vorratsbunker gesammelt. Das entspricht 160 Zentnersäcken zu 50 Kilogramm. Diese Masse entlädt Georg auf Knopfdruck. Am Feldrand stehen immer 4 große Hänger zum Abtransport bereit, weil der Keiler so schnell erntet. Feldbesuch vom Hersteller Ropa. Den Leiter der Sparte Kartoffeln interessieren die Erfahrungen des Landwirts. Für Zwiebel haben wir es schon getestet, das hat funktioniert. Und jetzt gehen wir genau jetzt Kartoffeln und zum Schluss gehen wir dann Karotten. Bedienung läuft, Steuerung läuft, die Aufnahme läuft auch ruhig, die Maschine schaukelt nicht. Kritik? Georg wünscht sich die Bedienungssoftware noch einfacher. Lob? Fortschritte sieht er bei der schonenden Behandlung seiner Kartoffeln. Es ist wichtig, dass die Schale muss dranbleiben. Und dranbleiben, die soll nicht runterreiben. Und sobald der Kartoffel einen Schlag kriegt, dann kriegt er nach einem Tag innen einen blauen Fleck. Und dann ist er eigentlich Schrott, will ihn keiner mehr haben. Große Kunden, große Maschinen. Inzwischen funktioniert die Ernte von Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und Sellerie längst auch in der Biobranche im XXL-Format. Zurück zu Johanna nach Unterfranken. Sie will fertig werden, bevor es zu windig wird. Aber zunächst muss sie den Tank neu befüllen. 6000 Liter passen hinein. Wasser, Pflanzenschutzmittel und Dünger. Wir spritzen erstmal die Flächen oben auf der Höhe und machen dann. Die beste Maschine allein bringt nicht den entscheidenden Fortschritt. Johanna muss Bescheid wissen über Pflanzenschutz. Kupfer, dann das Fungizid und der Dünger. Johanna fährt mit einer vorgegebenen Rezeptur aufs Feld. Wenn sie draußen im Bestand besonders starken Pilzbefall oder andere Krankheiten und Spuren von Schädlingen entdeckt, muss sie reagieren und mit dem Betriebsleiter die Mitteldosierung ändern. Mit der Vierradlenkung kommt Johanna wendig um die Kurven, auch auf kleinen Flächen. Noch wichtiger ist aber den Besitzern der Spritze die möglichst effiziente Ausbringung der Pflanzenschutzchemie und der flüssigen Nährstoffe. Dann haben wir hier noch unterschiedliche Düsen eben verbaut. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfahre und noch relativ langsam fahre, dann schaltet sich erst die kleine Düse ein, die gelbe hier. Und dann, wenn ich schneller fahre, geht es dann über auf die blaue. Und wenn ich dann noch ein bisschen schneller fahre, dann schaltet sie beide ein, um dann eben die Menge auszubringen und den Druck aber trotzdem gleich zu gewährleisten. Also die Dosierung ist auf jeden Fall viel genauer als bei älteren Spritzen. Und das muss man einfach mal sehen, wenn man früher, wo man da rumgefahren ist, das war ja so über Pi mal Daumen immer geschätzt. Die große moderne Spritze wirkt zwar behäbig, arbeitet aber exakt und ist sehr reaktionsschnell. Wir haben jetzt hier an der Spritze 4 Sensoren verbaut. Hier sieht man den einen, in der Mitte noch 2 und auf der anderen Seite außen ist noch einer. Und eben wenn ich jetzt hier mit der Hand drunter gehe, dann merkt man, dass sie da reagiert und eben nach oben geht. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel auf dem Hügel oben fahre, dann kann sie eben ausgleichen und mit beiden Seiten eben nach unten gehen. Und das ist einfach nochmal ein besonderer Vorteil während der Ausbringung, dass man immer bodennah ist und einen gleichmäßigen Abstand zur Pflanze hat für die perfekte Benetzung. 17 Uhr, alles geschafft. Und das vor dem Wetterumschwung. Feierabend. Abendstimmung auch bei der Maisernte in Niederbayern. Die Maschinen sollen möglichst wenig stillstehen. Deshalb nimmt die Erntekolonne nun bis in die Dunkelheit den 4. Acker in Angriff. Der Kunde möchte heute noch fertig werden. Also ranhalten. Der Kunde muss früh sein und beim Kunden im Silo, das muss passen.
Und dann ist eigentlich jeder glücklich, sage ich mal. Der Mais hat große Kolben, ist heuer aber nicht hochgewachsen. Weniger Masse, schnellere Ernte. Überhaupt, Trödeln gibt's nicht beim Mais-Silieren. Nur so schaffen Stefan und sein Fahrerkollege mit ihrem 970er Jaguar in dieser Saison tatsächlich wie geplant 660 Hektar. So rechnet sich der teure Erntegigant für die Siliergemeinschaft. Aber nicht nur Geschwindigkeit zählt. Stefan kontrolliert die Qualität. Damals im frischen Mais. Jedes Maiskorn sollte vom Häcksler mehrfach angeschnitten sein für einen optimalen Vergärungsprozess im Silo. Häcksel damals das ganze Jahr 5,5 mm. Der Anlagenbetreiber ist in dem Fall sehr zufrieden mit uns. XXL Landtechnik kann viel. Allerdings braucht es Menschen wie Stefan, die gut damit umgehen. Nach Schichtende checkt er den Jaguar nochmal durch, schärft die Messer im Häcksler nach, prüft den Ölstand und reinigt den Luftfilter. Es ist bereits 22:30. Trotzdem, die Begeisterung für seinen Häcksler lässt nicht nach. Es ist einfach ein geiler Motor. Mei, rein 6-Zylinder eben mal ein. 790 PS. Das ist 15,5 oder 16,1 Liter Hubraum. Es ist einfach schön. Durstig ist der starke Motor. Aber die größere Maschine arbeitet effizienter, braucht je Hektar sogar weniger Diesel als kleinere Vorgängermodelle. Jetzt schätze ich, werden heute irgendwo zwischen 800 und 1000 Liter werden reingehen. Und in der Zeit schmiere ich eigentlich alles ein wenig ab. Und macht seinen Koloss startklar für den nächsten Erntetag. Bis Mitternacht wird Stefan zu Hause sein. Morgen früh um 6 ruft wieder die Arbeit im Kuhstall. Und am Nachmittag wird er dann wieder häckseln. Landmaschinen XXL. Kluge Lösungen für die Probleme der modernen Landwirtschaft. Beeindruckende Technik. Stolz. Begeisterung für den Fortschritt. Von außen wirken sie wie gigantische Spielzeuge der Bauern. Aber letztendlich sind es Werkzeuge, für die es kompetente Fahrerinnen und Fahrer, begeisterte Schrauber, aber auch scharfe Rechner braucht. Kurzum, am Ende kommt es doch noch auf die Menschen an. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.